Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Paragon Pioneers. Es hat sich nicht wahnsinnig viel getan, was aber auch einfach daran liegt, dass seit der letzten Folge in RL ungefähr 5 Minuten vergangen sind. Aber wir haben hier zumindest ein paar mehr Leute am Start und die Leinenspinnerei produziert allmählich ein bisschen. Im Lager haben wir... Oh, wir haben tatsächlich Wareneingang im Lager? Verrückt. Die sind total happy und produzieren jetzt tatsächlich auch ein bisschen Gold. Okay, okay, okay. Ich habe das Gefühl, ich will irgendwo noch einen Brunnen hinbauen, aber ich bin mir noch nicht sicher, wo. Und kann ich nicht eigentlich auch stärkere Einheiten produzieren, wenn ich jetzt die Leute habe? Benötigst du das Gebäude Bogenschießstand? Okay, das kriege ich doch gleich woher. Dafür brauche ich 80 von denen. Ugh. Nee, 120 sogar. Das ist ja erstmal nur der Bogner, ne? Ah ne, der Bogenschießstand braucht auch 80. Ja gut, in dem Fall sechs reichen schon, ne? 6 mal 15 sind 90. Egal, wir nehmen trotzdem noch eins mit, weil es geht. Wir müssen ja sowieso irgendwann auf die... Komm, wir machen das gleich so. Wir müssen ja eher auf die 120 kommen. Da muss ich nur mal gucken, dass wir von den Pionieren ein paar nachkriegen. Da weiß ich noch nicht genau, wo ich das machen will. Aber einfach, damit uns die Standardmilizen nicht ausgehen... Können wir fast hier oben noch machen, oder? Also hier noch einen Brunnen hin. Schade, dass man den Brunnen nicht aufwerten kann. Ich würde wahrscheinlich auch eher hier noch einen Brunnen hinpacken, ne? Macht vermutlich mehr Sinn. Nicht eine Fischerhütte. Hier so. Ne, so schon... So ist probably sinnvoller. So, und dann Pioniershütten. Ja, was soll der Geiz? Hau voll den Lachs. So, 6 Stück erstmal noch mit dazu. Das ist okay. Dann kann es gut sein, dass wir tatsächlich noch einen Fischer brauchen. Uch. Den Fischer hier hinpacke, hat er exakt ein Feld, was der bearbeiten kann, ne? Hat 2 vielleicht? Ja, das lohnt sich, glaube ich, nicht so. Wie viele sehe ich irgendwo? Also der braucht 4 Felder theoretisch, um effizient arbeiten zu können, okay? Ja, deswegen bist du da auch gar nicht so doll. Kiek mal, dann reiße ich dich doch einfach mal ab, oder? Dann bauen wir da noch einen hin. Dammit, dass der Kontor da nicht ranreicht, ne? Ärgerlich. Das wäre so gut gewesen. Du hast halt auch nur 3 von 4, aber damit musst du leben. So, und du brauchst auf jeden Fall eine Hütte. Also ein Lager, meine ich. Es gibt, glaube ich, keinen Weg, wie wir den Laden hier mitkriegen, ne? Also zumindest nicht mit einem Stufe 2 Lager, schon gar nicht mit einem Stufe 1 Lager. Ne, wirklich erst auf der nächsten Stufe, glaube ich. Sonst müssten wir da Felder wegreißen. Das ist auch... Ja, weiß ich nicht.
Nee, lass das mal nicht so machen. Du kriegst erstmal nur ein kleines Lagerhaus. Das ist okay. Und zwar da. So. Wenn ich dich ausbaue, naja, das bringt halt auch wenig, ne? Ich glaube, ich stopfe mich hier eher mit kleinen Lagerhäusern voll. Ich gerade nicht so viele Bretter ausgeben will. Lieber normales Holz. So, dann hast du halt auch immerhin 3 von 4. Das ist doch okay. So, wie sieht's hier aus? Das ist alles hübsch. Das ist noch hübsch. Wobei, da müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal warten. Aber das sieht alles noch gut aus. Da hätten wir den anderen Fischer wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Das ist derzeit okay. Schnaps ist auch noch okay. Ja gut, Leinenstoff und Flachs ist halt einfach ein Scherz, ne? Das kriegst du halt niemals voll. Also da müssen wir irgendwann wahrscheinlich eine eigenständige Flachsinsel machen. Ist auf der ersten Insel auch immer noch so, also nicht, dass ich es über eine Insel hinaus gespielt hätte, aber wenn ich das mit Siedler Online oder Anno Online oder keine Ahnung was vergleiche, dann werden wir wahrscheinlich später einfach, also haben wir hier das Problem auf der ersten Insel, dass wir halt alles zusammengewürfelt haben mit Wohnen und Produktion und später davon einfach Sachen auslagern werden auf andere Inseln. Das wird vermutlich eher so der Punkt. Ja, und ich könnte einzelne Felder anlegen und die selber ernten, aber die brauchen halt trotzdem ewig zum Wachsen. Weiß nicht, ob's. Also dann kann ich halt auch irgendwo noch so eine kleine Bude dazu bauen. Ne? Also die Flachsfarm an sich ist erstmal nicht das Problem. Mein Problem ist im Moment eher Platz. Dich kriege ich dann nicht weg. Dich kriege ich da auch noch nicht weg. Aber wir können doch jetzt theoretisch. Oh, du brauchst auch Flachs. Okay, ja, dann müssen wir eigene bauen. Das einfach mal hier oben einen Bogenschießstand hinbauen. Du brauchst jetzt noch 13 Bretter? Warum bist du so teuer? Sei doch jetzt mal nicht so. Finde ich nicht okay. Perfekt. Reicht. Zack, Bogner, komm dahin. Und ihr braucht aber wahrscheinlich noch ein Lager, würde ich vermuten. Das wäre unclever, den Bogner da anzusetzen. Hätte ich den Bognermann da hingesetzt, müsste ich das Lager jetzt nicht ausbauen. Ja nun, nächstes Mal vielleicht. Das ist der Nachteil, dass man Gebäude nicht verschieben kann. Du kannst sie wirklich nur abreißen und neu bauen. Und 60 Bretter habe ich nicht nochmal eben. Ja, hätte ich vorher drüber nachdenken sollen. Schade. Aber wobei, mit Glück kannst du dir das einfach von dem Laden ziehen? Gucken wir mal. So, da unten noch ein bisschen Farmerama machen, das ist okay. Hier ein bisschen Holz wegsammeln. Oder die Garnison drüber erobern, sobald ich die Möglichkeit habe. Ja, das Problem ist ja erstmal, dass ich die Möglichkeit haben muss, ne? Also die ist natürlich auch die schwächste, also das Lager. Von daher, das könnte vielleicht sogar schon gehen mit 21. Also ja, die sind stärker. Die machen halt 3x so viele Hitpoints und machen 3x so viel Schaden, ne? Wir könnten dafür natürlich 3x so viele Einheiten hinschicken. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu risky. Ohne Bogenschützen. Lass mal warten, bis wir zumindest so 2-3 Bogenschützen haben. Vorher sehe ich das nicht, um ehrlich zu sein. So, du brauchst nach wie vor, natürlich brauchst du Flachs. Natürlich.
könnte hier auch noch Flachsfelder hinpacken. Was kosten die im Anbau? Kosten die überhaupt was? Holz wahrscheinlich, oder? Ist ja nirgendwo angezeigt. Scheinbar nichts. Na dann. Nun, das wird dauern. Ich meine, wir könnten das schon angreifen, ne? Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Seid ihr noch alle happy? Also außer, dass ihr mehr Leinen braucht. Ja, gut, das war zu erwarten. Aber ansonsten sind die Bedürfnisse doch alle gedeckt. Damit können wir doch erstmal arbeiten. Haben wir inzwischen einen Bogenschützen? Nein, haben wir nicht. Hier irgendwie anfing, einen Timer durchzulaufen, aber das war... Aber wir haben einen Bogen. Aber der Bogen kommt nicht darüber, weil du dir das offensichtlich nicht direkt aus dem Lager ziehen kannst. Okay. Ja, sad. Also nicht direkt von dem Bogen, meine ich. Aber dann baue ich dich halt aus. Dann müsstest du dir doch zumindest den Bogen ziehen können, oder? Ah, du bist auch aber gerade an einem dran. Ja, okay. Fairpoint, dann war das der Timer, den ich im Kopf hatte. Guck mal, da kommt jetzt auch der Bogen hin. Okay, so wird das doch was. Warum ist hier eigentlich diese Goldanzeige? Also, so von wegen, wir brauchen kein Gold dafür. Ja, okay, cool. Warum ist das denn überhaupt da? Oder soll das heißen, wir brauchen kein Gold mehr? Kann natürlich auch sein, dass das schon abgezogen wurde. Aber dann hätte man halt auch so eine 2 von 2 machen können, oder? Oder 1 von 1, oder wie viel man da braucht. Das ist ein bisschen unschlüssig. Eventuell für spätere Einheiten? Ja, aber der macht ja nichts anderes. Außer die Dinger. Na, zumindest im Moment. Mal gucken, vielleicht macht der später auch bessere Bogenschützen. Prinzipiell kommt da ja noch ein bisschen was, ne? Ich weiß nur nicht, ob die dann in dem gleichen Laden ausgebildet werden. We'll see, we'll see. So, dann... Ich bin froh, dass die Ausbildung keine 3 Jahre dauert, ne? Man kann ja nicht ein duales Studium zum Bogenschützen machen, das geht viel schneller. So, aber das läuft alles erstaunlich gut dafür, dass ich es sehr wild gebaut habe eigentlich, also beziehungsweise noch chaotischer, als ich es eigentlich geplant hatte, ist das doch erstmal einigermaßen okay. Also es könnte wirklich schlimmer sein. Luft nach oben ist natürlich reichlich, aber ich glaube, gerade bei so Aufbaustrategie hast du eigentlich fast immer Luft nach oben. Beackert? Ja, ne? Die brauchen halt nur einfach Jahre zum Wachsen. Schauen wir mal. Bist du eigentlich
eine Seilerei. Ja, als ob wir so viel Flachs über hätten. Sieh, ja, sonst keine Sorgen. Garnison brauchen wir im Moment tatsächlich nicht. So, wie schaut es hier aus? 25 Milizen. Ich weiß halt nicht, ob der eine Bogenschütze wirklich den Unterschied macht, aber ich bin gewillt, diese 2 Minuten 20 jetzt nur abzuwarten, bis der fertig ist. Bevor wir den nächsten Angriff starten. Aber der Angriff dauert doch dann wahrscheinlich auch voll lange, oder? Na, kicken wir mal. Sehen wir gleich. Lass mal die Beretta hier mitnehmen. Dass sich hier noch so gar nichts tut, beunruhigt mich so ein bisschen. Ich meine, im Zweifelsfall haben die nichts gekostet und wir reißen sie halt wieder weg. Aber... Könnte da mal ein bisschen was passieren. Wie sieht's mit Schnaps aus? Alles hübsch. Kann man die Produktion von Milizen boosten? Ja, mehr Pioniere. Kannst einfach mehr Pioniere und dann, je mehr Pioniere du hast, desto mehr Milizen pro Stunde kriegst du. Immer noch 50 Sekunden, ja, meinetwegen. Als würde der eine Bogenschütze dann den riesen Unterschied machen, ne? Ah, hier tut sich tatsächlich was, sehr schön. Es hat einfach nur Ewigkeiten gedauert. Krass. Okay. You can do it. Come on. Sechs, fünf. Okay, lassen wir das. Ist ja nicht Silvester. Okay. Du hast schon direkt alles vorliegen und fängst mit dem nächsten an? Das ist ja fantastisch. Alright. Attack this. Achso, die Bogenschützen sind hier. Na dann, volles Fund Ruf da, oder? 6 Minuten. Na, gucken wir mal. Ich wette, der Bogenschütze verreckt einfach. Safe Call. Niemals überlebt er das. Ach, wobei, ich meine, er hat 26 Milizen, die weiter vorne stehen, ne? Wenn, dann müssten eigentlich alle sterben. Was wir hoffentlich nicht tun. Also der Bogenschütze ist eigentlich der, der als letzter draufgehen sollte. Theoretisch, je nachdem, wie es berechnet wird. Gucken wir mal. Fernkämpfer werden erst angegriffen, wenn alle Nahkämpfer tot sind. Ja, stand da, meine ich, auch so. Also, beziehungsweise hatte ich auch so in Erinnerung, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nee, wird schon passen. So, was machen wir in der Zwischenzeit? Wir haben Bretter am Start. Wir könnten jetzt tatsächlich mal eine kleine Werft bauen. Machen wir einfach mal, oder? Ahoi, ihr Landratten! Guten Morgen! Ich sehe, ihr habt meine Abwesenheit gut genutzt. Dann wird es jetzt Zeit für unser erstes Schiff. Unsere Startinsel hat ihre Grenzen und auch nicht alle Rohstoffe, die wir benötigen. Mit unserer Flotte können wir neue Inseln entdecken und all das finden, was wir brauchen. Außerdem müssen ja die produzierten Waren und Truppen zwischen den Inseln transportiert werden. Ach, ich mag Schiffe. Darum habe ich mich auch für diese Mission als Berater angeboten. Baut als erstes am besten eine Kogge. Eine sehr günstige Wahl für den Start.
Ja, eine mit Hängematte bitte. Das wird ein bisschen dauern, weil können wir uns im Leben halt nicht leisten. 50 Seile kriegen wir halt so schnell nicht mehr. 150 Bretter ist noch Soon TM machbar. Aber 50 Seile, also wir müssten erstmal eine Seilerei bauen. Die... Ah, wobei, das Holz haben wir gleich. Wir brauchen echt mehr Flachs, ne? Wir haben... Ich kann hier oben halt alles mit Flachs vollklustern. Clustern? Kleistern ist das Wort, was ich suchte. Wie lange braucht ihr noch? 3 Minuten ungefähr, okay. Okay, ja, dann haben wir jetzt nochmal 3 Minuten Waiting Game, oder? Bis kurz davor bei dir alles abzureißen und neu zu bauen? Okay. An der Stelle kann ich auch nochmal sagen, also auch für später auf YouTube, wenn ihr das da seht, wenn ihr Interesse habt an dem Spiel, kleiner deutscher Entwickler, also tatsächlich ein Ein-Mann-Projekt. Und das Ganze gibt es auf Steam für schlanke 3,99. Also für 4 Euro. Und das ist es absolut wert, finde ich. Wahrscheinlich hier und da auch noch mal im Sale für 3,60 Euro dann oder so. Wobei, das finde ich bei, ob ich jetzt 3,60 Euro oder 4 Euro, ist dann halt auch so, come on. Das macht dann auch nicht den Unterschied. So, es wäre ganz cool, wenn man bei den Feldern irgendwie sehen könnte, wie lange die noch brauchen, bis die reif sind. Das wäre echt ganz neat. Nee. Die Frage ist natürlich auch, was passiert mit den Flachsfeldern bezüglich Offline-Progression? Also bleiben die einfach reif, wenn die fertig sind und können geerntet werden, wenn man sich wieder einloggt? Oder verfault das Zeug irgendwann auf dem Feld, wenn es niemand erntet? Wahrscheinlich bleibt es einfach stehen, oder? Fände ich zumindest besser. Was könnte ich denn mal aus den beiden Spots noch machen? Wir können den Fischer abreißen und hier hinsetzen, aber dann ist er in keinem Lager mehr dran. Wir könnten das Lager abreißen und es hier hinsetzen. Andererseits brauchen wir auch gerade, glaube ich, nicht wirklich mehr Fisch, ne? Naja, das passt so. Ja, nun, seid ihr bald mal fertig? Jawohl. 5 Sekunden noch. Alright. Oh, wir haben 8 Milizen verloren. Das ist total in Ordnung. Da hatte ich mit Schlimmerem gerechnet. Okay. Tja. Macht mich das hier alles nicht glücklich. Ich würde hier ganz gerne noch eine Flachsfarm hinbauen, aber... Müsste
ich halt den Bogen dann nochmal abreißen und das Lagerhaus. Ich hätte die von Anfang an tauschen sollen, das wäre so viel cleverer gewesen. Und eine Flachsfarm kriegt hier halt auch einfach, wobei, die kriegt immerhin 6 Felder, die sie bearbeiten kann. Reiß ich das jetzt ab und tausche das? Kann ich gar nicht, ne? Wie viel braucht der Bogner? 60, ja gut. Reicht dann zumindest noch nicht für beides. Ob ich den Laden schon angreifen will, weiß ich nicht. 6 und 7 ist halt nicht ohne. Ich glaube, ich tatsächlich noch ein paar Einheiten sparen wollen. Komm, dann lass doch jetzt erstmal irgendwie auf. Warte mal, wie viel brauchst du dann? Auch nochmal 20. Boah, wir brauchen so viele Bretter, ne? Wenn ich das neu bauen will. So, und hier fehlt Flachs, das war irgendwie klar. Oh, hier unten ist reif, sehr schön. Jetzt mal einen neuen Flachs to go. Und hier oben sind auch nochmal 5. Ein Traum. Okay. Dann reißen wir die beiden ab. Das hätte einen cooleren Sound geben können irgendwie. Aber wobei, vielleicht tut es das und ich habe die Soundeffekte ja einfach aus. So, dann der Bogner hier hin. Das Lagerhaus dahin. Dann kann das doch weg eigentlich, oder? Nee, kann es nicht. Da hängt die Farm mit dran. Dang it. Na, passt schon. Okay, ja, du musst jetzt erstmal wieder Material kriegen, das ist klar. Und die Farm brauchte 20, ne? Aber dann können wir doch jetzt schon mal das immerhin so machen. Und sobald wir die restlichen 8 Bretter haben, kann dann noch die Farm hin. Wie sieht es denn eigentlich bei dem Laden hier aus? Du bist auch nicht voll ausgelastet, ne? Nee. Natürlich nicht. Aber du zumindest, okay. Haben wir schon Seile auf Lager? Nein, du produzierst jetzt gerade erst das erste, okay. Hier ist noch alles schön, da sollte sich ja eigentlich nichts verändert haben, ne? Ja. Das geht alles noch, okay. So, die 20 Bretter haben wir auch. Sehr schön. Dann gib mir doch bitte nochmal eine Flachsfarm nach da. Perfekt. Und dann ist es jetzt, glaube ich, wirklich erstmal sitzen und warten, oder? Ich würde, glaube ich, spaßeshalber jetzt einfach mal gucken, mit 27 hier angreifen und gucken, was passiert. Halt einfach, let's roll. Also mehr als aufs Maul kriegen können wir nicht. Wie lange dauert das? 8 Minuten. Punkt ist, ich habe in der Zwischenzeit nicht wirklich was zu tun, ne? Den Flachs zu ernten. Wofür habe ich eigentlich die Flachs... Also gut, die Flachsfarbe habe ich dann für irgendwie Offline-Progression, aber im Moment mache ich das ja eh alles selber. Das Schiff können wir erst in Auftrag geben, wenn wir alle Ressourcen haben, ne? Also beziehungsweise wir brauchen das Gold, glaube ich, vorab. Das ist so das Problem. Die Baumaterialien sind zumindest nicht rot eingefärbt. Wir brauchen einfach 60 Gold. Gucken wir mal. Erstmal schauen, was hier oben rauskommt und dann überlegen, was ich dann damit mache.
Prinzipiell würden uns noch mehr Siedler helfen, aber eigentlich ist das schon fast alles hübsch soweit, ne? Mehr Pioniere will ich, glaube ich, erstmal nicht. Aber mit dem Einkommen brauchen wir natürlich auch ewig, bis wir 60 Gold zusammen haben, ne? Also sind mehr Kolonisten vielleicht doch eine Idee. Dann brauchen wir noch mehr Flachs. Wir können auf jeden Fall erstmal da noch eine Hütte bauen. Oben noch eine Flachsfarm hinsetzen? Ich weiß es halt nicht, ne? Entweder Flachsfarm oder Häuser. Erstmal gucken, ob wir das überhaupt kriegen. Dann wahrscheinlich eher eine Flachsfarm. Häuser kann ich auch so mal. Wobei, für Häuser brauche ich einen Brunnen. Also wir könnten dir noch Holz wegnehmen. Dann hast du zwar nur noch 11 von 12 Bäumen, aber das wäre okay. Und so viel mehr Luft ist hier dann auch nicht. Nee, ich glaube, ich lasse es erstmal so. Die eine Hütte macht dann auch nicht einen Riesenunterschied. Soweit alle zufrieden. Da unten wächst noch nichts weiter. Überlege gerade, ob ich hier echt noch irgendwo was machen kann, aber hier sind überall die Holzfäller am Start, da will ich halt nichts zwischenpacken. Also das Feld ist theoretisch noch frei und da kämen wir vielleicht auch irgendwann ran, wenn wir Gold und Steine hätten. Ja nun. Lassen wir das. Ja, aber guck mal, dann lass doch die Butze einfach gerade nochmal aufwerten. Die auch nochmal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es cool finde, dass ich keine Straßen bauen muss, oder ob ich es ein bisschen schade finde. Also es macht halt vieles einfacher, aber es nimmt auch so einen gewissen Planungsaspekt nochmal raus. Also nicht, dass ich eh schon genug Probleme hier mit einer vernünftigen Planung hätte, aber es sieht halt weniger strukturiert aus, auch durch Straßen. Aber ich glaube, für die Einfachheit des Spiels ist es schon ganz okay, dass keine da sind. So, 3 Minuten noch ungefähr. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Kohle ran. Kriegen jetzt zwar eine Idee Milizen weniger, aber das ist okay. 42 pro Stunde ist immer noch voll in Ordnung. Der Flachs ist reif, sehr gut. Sind tatsächlich alle Leute, die Flachs brauchen? Nee, natürlich sind nicht alle Leute, die Flachs brauchen, happy. Natürlich nicht. Wie könnte auch. Aber wobei, doch, du hast jetzt gerade bekommen. Naja. Das ist auch okay. So, dann müsstet ihr eigentlich bald fertig sein, ne? Vielleicht auch nicht. Bretter mitnehmen. Das fällt keiner, ne? Dann nehmen wir das mit. Kurz nochmal einen Blick auf die Ressourcen.
Fisch reicht noch aus, Schnaps reicht noch aus. Gut. Kann der, wenn ich Pech habe, alle Milizen in Bogenschützen verwandeln? Also würde voraussetzen, dass ich genügend Bögen und Gold habe, was im Moment eh nicht der Fall ist, aber so rein theoretisch. Das passt auch zeitlich schon gar nicht, oder? Da bekommen wir halt viel zu schnell Milizen nach. Das geht schon. So, 30 Sekunden noch. Und dann weiß ich immer noch nicht, was ich mit dem Platz machen will. Der Brunnen würde sich anbieten, zumindest ein paar Häuser zu bauen, ne? Vielleicht mache ich einfach genau das. Vielleicht baue ich hier Häuser hin und hier eine Farm mit 6 Feldern drumrum. Boah, wir haben einfach 19 Milizen verloren. Nun ja. War aber irgendwie zu erwarten. Ah, da passt auch noch eins hin. Wobei... Ja, doch, komm. Ich bin so ein Pfosten, Alter. Was mache ich hier? Erstmal schöne Holzfällerhütten gebaut. GG, ey. Die armen Orks wollen auch nur in Frieden davon. Die hätten sich eine andere Insel aussuchen sollen. Können die ja mal vorher dran denken. Pff, glaube, es hackt. So. Le Flachsfarm wollte ich. Und zwar da. Oh shit, kriege ich die Anlage angeschlossen? Kann ich doch nur 5 Felder machen, ne? Ist auch eine blöde Ecke. Ja gut, du gehst trotzdem erstmal dahin. Ich bin derjenige, der da hinkommt und sie und ihre Familien tötet und ihre Häuser niederreißt. Du und deine Kolonialisten, ihr seid die wahren Monster. Ach, Schnickschnack. Schau doch mal an, wie knuffig die sind. Niemand davon ist ein Monster. Auf keinen Fall. Vielen Dank, Petra, und bis zum nächsten Mal. Schau mal, der Bogenschütze schaut so freundlich. Der hat nur Gutes im Sinn. In Wirklichkeit werden die Orks auch gar nicht getötet. Die kommen alle in total artgerechte Arbeitslager. Schwierig. Vielleicht auch eher nicht. Nun... Weißt du, während das feine Volk sich hier besäuft, muss ja irgendwer Bäume fällen. Was ist dein Problem? Ah, Flachs, was auch sonst. Wie sieht's apropos mit Flachs da unten aus? Nicht so gut. Aber der müsste bald wieder am Start sein, oder? Waren das nicht eigentlich 16 Minuten pro Feld oder 15?
Müssen wir nicht eigentlich durch sein? Ja, ich glaube, es ist aber prinzipiell ein ganz guter Punkt, um die Geschichte hier ein bisschen eideln zu lassen. Dafür wäre es jetzt halt echt gut, ne? Wenn ich jetzt sehen würde, okay, die Felder sind in einer Minute startklar, dann würde ich das jetzt noch kurz aussitzen, aber so. So machen wir, glaube ich, erstmal ein Päuschen und gucken hier morgen mal wieder rein. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.